Der Monatsgruß für den Monat September erreicht Sie dieses Mal aus Inviken, mitten in Schweden. Mein Name ist Damaris Grimsmann und ich bin Pastorin für die Dörfer Üffeln-Balkum, Märzen und Neuenkirchen. 37 Jugendliche, 2 Pastoren und 3 Betreuer machten sich Mitte Juli auf den Weg hierher. Mit Bus und Fähre fast 1300 Kilometer weit weg von zu Hause. Und das, was wir hier erleben, ist so viel. Wir erleben Gemeinschaft. Wir erleben gemeinsame Ausflüge. Zum Beispiel nach Stockholm oder in eine Kupfermine. Wir gehen gemeinsam in den Kletterpark, fahren Kanu auf dem See. Wir erleben Gemeinschaft beim gemeinsamen Kochen und beim gemeinsamen Abwaschen, beim Henna-Tattoos malen und beim gemeinsamen Andacht feiern. Jesus sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Hier spüre ich das so sehr, wie Jesus uns verbindet, wie Jesus uns die Gemeinschaft schenkt. Jesus macht uns stark. Das hat zum Beispiel Wenke gespürt, als sie sich getraut hat, im Kletterpark im freien Fall nach unten zu springen und darauf zu vertrauen, dass das Seil sie im richtigen Moment hält. Das hat Jan gespürt, als er mit seiner selbstgebauten Angel die Fische gefangen hat und dann voller Stolz gebraten und gegessen hat. Das hat Kai gemerkt, als er am Lagerfeuer 90 Burger gegrillt hat und dafür einen riesigen Applaus bekommen hat. Und Jasmin, die große Bergtour gewandert ist und am Ende einfach noch ein paar Kilometer rangehängt hat. Jesus macht uns stark, als Einzelne und in seiner Gemeinschaft. Er sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich wünsche mir, dass dieses Gefühl bleibt, dass ich mir dieses Gefühl merke, wie Jesus uns stark macht. Nicht nur auf einer Freizeit hier in Schweden, sondern auch zu Hause, wenn der Alltag wieder da ist. In der Schule, am Arbeitsplatz, zu Hause, im Auto. Das wünsche ich uns, das wünsche ich Ihnen. Denn Jesus macht uns stark, alle Tage unseres Lebens. Eine Produktion des Mediendienstes der Evangelischen Jugend Bramsche. www.kirche.media